Dieses Video wird präsentiert von Games Island. Hier findest du alles, was das Warhammer-Herz begehrt, zu fairen Preisen. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen! Jetzt habe ich mir gerade noch so am Auge so gerieben. Als zur sechsten Folge des Pain2Podcast. Was? Anderthalb Monate. Anderthalb Monate. Und wir haben immer noch keinen Jingle. Ich habe heute Nacht davon geträumt, ne? Ich habe heute Nacht davon geträumt, dass wir irgendwie eine Einsendung bekommen haben, wo jemand irgendwie Musik macht oder so, oder jemand zum Streamen dazu geschaltet wurde. Und er hat uns trotzdem keinen Jingle gemacht. Ja. Vielleicht gibt's einfach so eine richtig easy App fürs Tablet, so wie ich ja Procreate zum Zeichnen benutze. Vielleicht gibt's einfach so ein richtig easy Soundboard-Erstell-App, wo du einfach dann so ein bisschen plim 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 und dann können wir einfach selber einen Jingle erstellen. Jingle-Aid. Gibt's doch eine andere easy App fürs Tablet. Und zwar Easy Tavern. Denn da kannst du dich auch schon mit Bonusprogramm einbuchen. Genau. Und die Leute denken jetzt, wir haben irgendeine so eine NordVPN-Sponsoring angenommen, weil ihr jetzt da so mit Easy Tavern anfängt. Und nein, das ist einfach nur ein erfundenes Programm von uns. Easy Tavern ist mein Permit-Scheme von meinem D&D-Charakter. Ja. Das ist genial. Ja. Die haben jetzt gestern zum ersten Mal Pen and Paper gespielt. Ja, eigentlich, wir können direkt anfangen mit Die Hobbymint das Woche. Ja. Wir hätten auch einen Jingle, wenn irgendjemand sich darum kümmern würde. Macht euren Job. Ja, Mann, irgendwann, umsonst. Irgendwann geht jemand hin und nimmt einfach nur so einen Furz von sich auf und schickt uns das. Und dann ist er so, hier habt ihr einen Jingle. Nein, also wenn ihr mir einen Furz bei Instagram schickt als Sprachnachricht, ich blockiere euch sofort. Außer es ist vom Rillenfurz der Große, das fände ich witzig, weil das irgendwie. Nee, wir trotzdem keinen Furz bei Instagram geschickt kriegen. Jeder, der mir einen Furz bei Instagram schickt, der wird sofort wegblockiert. Ich will, dass das jetzt irgendjemand einfach mal testet. Vielleicht mache ich das einfach. Dann blockiere ich dich. Ja, das ist okay. Ich will leben. Aber auf jeden Fall, die Hobby-Moment das Woche. Ich fange einfach jetzt an, ich reiße es einfach direkt an mich. Ja, mach das. Weil ich habe eh nichts anderes Hobbymäßiges gemacht. Weil wir vorproduzieren. Denn es ist gar nicht Montag, es ist Freitag. Ja, es ist der Freitag vor dem Montag. It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Party and party and fun. Also jetzt macht jemand daraus irgendeinen Remix und das ist dann unser Jingle. Good job, Leute. Yay. Ja. Auf jeden Fall, genau. Deswegen haben wir auch bessere Laune, weil Freitag ist. Ja, vielleicht. Aber nee, genau. Warum habe ich das überhaupt gesagt, jetzt, dass wir vorproduzieren? Ja, nee, genau, weil deswegen habe ich nichts anderes Hobbymäßiges gemacht. Genau, weil du bist nächste Woche ja im Urlaub. Genau, mit einem Urli. Und, wir nicht. Ja. Ja. Ihr wart schon. Ja. Ja. Ich bin auch nur 3 Tage weg eigentlich. Ich bin auch nur quasi Montag, Dienstag, Mittwoch weg und Donnerstag fahre ich zurück. Na gut, aber bist du Donnerstag auch noch auch nicht da? Ja, dann bin ich halt im Auto. Ja, zählt trotzdem als Urlaubstag. Ja. Im Auto mit Florian Fitz sitzen und Und ihm seine Balls glasen für seine Space Marine Vanguard Liste. Ja, was hast du denn dann zumindest in dieser, ich sag mal, in diesen 3 Tagen seit dem letzten Podcast hobbymäßig gespielt? Ich habe D&D gespielt mit René gestern. Hi, ich bin. Und es war geil. Also unsere Gruppe hat sich noch, glaube ich, ein bisschen dumm angestellt. Ein bisschen? Saudumm. Erste Runde, es ist jemand gestorben. Ja, es ist jemand gestorben. Ich weiß nicht. Ja, also es war wirklich. Also ich habe ja quasi die Mädelsrunde, muss ich kurz als Kontext geben. Hi, da bin ich drin. Und dann habe ich jetzt noch die Jungsrunde. Und die spielen die gleiche Kampagne. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so unterschiedlich alles funktionieren kann und was passiert. Also es ist, ihr könnt euch so vorstellen, wir sind so diese gehobene, adlige Teegesellschaft, die so in ihren schönen Kleidern dann so eine Gartenparty macht und die Jungs sind dann halt einfach so im Hintergarten und sind sich so voll am Raufen und alle sind dreckig und schmeißen sich in die Erde. Ja, genau, so einer liegt schon auf dem Boden, so ein anderer tritt dem die ganze Zeit so einfach so richtig gottlos gegen den Kopf und alle anderen sind so, ja, bring ihn um, bring ihn um! Ja. Das ist. Und wir sind wieder, oh, seid ihr. Ich habe 9 Kills gemacht. Also quasi nicht nur gegen 9 Leute gekämpft, sondern mein Charakter hat 9 Leute auch ungerettet. Ungerettet, wie, ja. Wie man sagt. Ich glaube allerdings, dass mein Charakter auch derjenige mit der höchsten Killrate, also mit der höchsten Last-Hit-Rate ist, aber wir sind halt Schurken. Ja. Wir machen halt Damage. Ja, also hast du erstmal mit mir D&D gespielt. Ja. Tell me. Es war cool, es war geil. Geil. Du bist jetzt auch im Bann drin. Wir haben ihn reingeholt. Verstehst du uns? Ja, so. Ja.
Gib ihm noch ein paar Sessions, dann ist das geil. Ja, also ich finde es aber auf jeden Fall geil. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe Easy Tavern mir ausgedacht. Das ist quasi so ein Pyramid-Scheme von meinem Charakter. Ich spiele so einen Tabaxi-Rogue. Und der hat Easy Tavern. Das ist quasi so ein bisschen ein Mix zwischen Payback und der Abenteurer-Gilde. Also, naja, eigentlich ist es gar nicht Payback. Es ist eher so eine Rabattkarte, so eine Mitgliedskarte, wo man so Rabatte kriegt. So, ja. Ist man so im Club drin. Und es existiert halt noch nicht in der Welt. Aber Kite hat sich das ausgedacht und wird das verbreiten. Und ich habe jetzt schon quasi Easy Tavern in die erste Stadt gebracht, nach Greenest. Denn wir haben da ein paar Dorfbewohner gerettet. Und deswegen ist Greenest jetzt schon die erste Easy Tavern-Stadt. Ist ja eigentlich so ein bisschen... Ja, genau. So, du zahlst Geld, aber hast ganz viele Vorteile. Ja. Warum sagst du... Warum machst du umsonst jetzt Werbung dafür? Das klingt so, als klingt auch schon wieder wie ein Placement. Ja, stimmt. Aber es gibt ja viele solche Sachen. Wir haben ja auch mal... Ich piep das weg. Ja. Die es gab uns auch sowas Geld mal für Restaurants. Ich weiß nicht, wie das hieß. Das habe ich mal auch ausprobiert. Dass du dann quasi so Geld bezahlst und kriegst du für ganz viele Restaurants in deiner Nähe immer verschiedene Gutscheine. Und wir sind nicht einmal irgendwo hingegangen. Ich habe 3 Monate bezahlt und wir sind nicht einmal hingegangen. Die ist die McDonald's-App. Nein! Es sind ganz viele verschiedene Restaurants in der Nähe. Ich glaube, wir sind 3 McDonald's in der Nähe. Das stimmt. Ja. Also zu 3 können wir easy so zu Fuß in so 10, 15 Minuten? Nee, also in 10, 15 Minuten kommen wir zu Fuß, glaube ich, nur zu einem. Nee, zwei. Egal, euer Hobby-Moment das Woche. Ja. Ja. Was ist dein Hobby-Moment das Woche? Mein Hobby-Moment das Woche. Ich habe angefangen, das Deathwing-Farbschema zu filmen. Mhm. Bin ja jetzt schon relativ weit. Also für alle, die so sind, wie hast du das genau gemacht, René? Da kommt ein Video zu. Ich mache auch einen ganz normalen Thermi, damit es quasi nicht zu aufwendig wird. Ich wollte zuerst Beyal filmen, aber dann habe ich mir gedacht, der hat so viele weitere kleine Details, da geht der Sinn des Videos verloren und dann ist es eher ein Tutorial, wie mache ich Beyal an. Und Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Da hat gerade jemand an mich gedacht. Nicht du, wahrscheinlich Julian, der zu Hause sitzt und jetzt einen neuen Charakter machen muss. Vielleicht ist es derjenige. Nee, das wäre Telekom. Naja, Telekom hat an mich gedacht. Ja, auf jeden Fall, das habe ich gemacht. Richtig cool. Ich habe noch was gemacht. Ich habe Legions Imperialis gebastelt. Ich habe ja gesagt, ich kaufe keinen Legions Imperialis mehr. Aber wir haben von GW diese Space Marine Support Box. Ja. Die kommt, glaube ich, jetzt nächste Woche. Ist die dann im Verkauf. Da sind dann die Leviathan Dreadnoughts drin und die Derideo Dreadnoughts und diese Legion Rapiere. Oh, es ist eine wundervoll kleine, süße Box. Und die habe ich auch noch gebastelt. Und Leute, mir geht das Herz auf, wenn so ein Leviathan Dreadnought so hoch ist wie mein Daumennagel. Es ist einfach toll. Ja. Also, ich finde es immer noch albern irgendwie. Also, die Figuren geben mir gar nichts. Ich gucke es an und bin so, ist mir scheißegal, dass es so ein kleiner Space Marine, so ein kleiner Dreadnought ist. Aber von oben im Topshot sieht es cool aus, weil wir haben ja kurz im Stream bei PlayOn, was war PlayOn? PlayOn Tabletop, ja. Haben wir reingeguckt. Und also von oben sieht es cool aus. Es ist wirklich... Aber so die Figuren selber finde ich immer noch so... Ist mir egal. Ist okay, aber ich habe schon mal... Es ist wieder ein kleiner Schritt mehr, dich dafür zu begeistern. Jetzt muss nur noch... Irgendwann mal wieder müssen diese Platten verfügbar sein. Ich gehe wirklich hin und kaufe mir diese Platten. 90 Euro pro Platten, quasi pro Packung. Vielleicht ich kannst du auch die letzte Stück. Packung mit jemandem teilen, der auch ein Feld will. Weil die letzte braucht man ja irgendwie nur halb. Ja, da brauchst du sogar, glaube ich, noch ein Drittel oder sowas raus. Ja. Aber gucke ich mal. Aber sobald ich das habe, dann mache ich ein Video, wie ich eine geile Platte mache. Dann ist die geile Platte da. Dann musst du sowieso mit den Sachen quasi interagieren, weil wir dann richtig tolle Shots auf dieser Platte machen können für das Video. Und dann habe ich dich am Haken. Weil dann steht schon die Platte, das sieht cool aus. Und dann kann ich sagen, sollen wir mal so ein kleines Testspiel machen? Ich hätte mir trotzdem nichts. Ich werde niemals was davon anmalen. Sollen wir mal so ein kleines Testspiel machen? Ganz unverbindlich. Du musst auch niemals etwas anmalen. Gesundheit. Danke. Was ist denn los hier? Niesbärts sind wir. Wir sind Niesbärts. Aber, ja, na, mal gucken. Vielleicht ist es auch so wie mit allem, ne?
Ja. So wie mit allem. Einfach so lange nerven, bis man so ist, ja komm, ich find's irgendwie auch cool. Ich war die ganze Woche auch so, ich habe ja letzte Woche so bei Orks abgerantet. Ja. Und ich finde Orks auch immer noch doof. Aber also vielleicht habe ich auch ein bisschen quasi bisschen übertrieben. Ich finde Orks immer noch doof, aber ich würde die eigentlich wirklich voll gern spielen, irgendwie. Also ich. Soll ich dir mal meine Orks leihen? Nee, du hast ja nicht die, du hast ja nicht die List. Hm. Aber ja. Wenn der Codex da ist und dann ein hier Beastsnagger Detachment kommt. Das wird die Rückkehr des Kyrix. Ja, dann musst du am Start. Das sage ich jetzt schon. Das wird die Rückkehr des Kyrix. Dann kriegen die irgendwie noch so einen geilen Extra-Buff, weil die Beastsnagger sind. Und dann machen die alles kaputt. Dann geht so ein Kyrix hin und ist quasi, jedes Kyrix wird so stark sein wie Moss Rock's Crackbat. Das ist so ein Name-Character, der auf dem Squeak sitzt. Ja. Ist der Hai, ne? Ja. Oh, dieser Great White Squeak. Das weiß ich, weil ich habe gerade ein Angebot für den rausgeschickt. Ja. Der ist geil. Aber ich wollte nur kurz beschreiben, wer es ist, weil Zuschauer den vielleicht nicht kennen, deswegen war ich so. Ja, aber ich dachte, du bist vielleicht stolz auf mich, weil ich weiß, welcher das ist. Ja, ist gut gemacht. Ja, das war mein Hobby-Moment des Woche. Soll ich noch sagen, was ich noch plane für fürs Wochenende? Kannst vielleicht? Machen. Ja. Ne? Ein bisschen Foreshadowing. Ja, ein bisschen so Foreshadowing machen. Fürs Wochenende, ich habe jetzt endlich bald meine große Taverne fertig gedruckt. Mhm. Ich werde heute und morgen die letzten Files reinwerfen. Mhm. Und dann habe ich die große Taverne fertig. Und ich bin total gespannt, wie letzten Endes die Dimensionen sein werden. Ja. Ich werde einen großen roten Drachen drucken. Mhm. Nicht fertig, dafür hat er zu viele Teile und er wird sehr groß. Ich weiß nicht mal, ob wir noch das Resin haben, dass du ihn fertig drucken kannst. Nein, ich mache den komplett hollow, das geht klar. Dann, also das wird beim Druck passieren. Maltechnisch bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe so überlegt, ob ich vielleicht Legions ein bisschen anmalen soll, ob ich D&D malen soll. Aber ich will auf jeden Fall irgendwas Cooles malen. Vielleicht mache ich aber auch Dark Angels einfach weiter, weil ich schon so ein bisschen Bock habe, eigentlich mal endlich zu spielen. Ach genau, ich muss mir noch einen Space Marine Codex kaufen. Lull. Warum musst du denn? Ach so, ja, für die App. Das ist richtig dumm. Ich habe einfach den Dark Angels Codex, aber ich habe halt deswegen nur 8 Datasheets. Und ich kann einfach quasi, also ja, ich könnte Dark Angels spielen, weil ich habe ja Dark Angels Modell Datasheets. Aber ich muss mir trotzdem jetzt noch diesen scheiß 40€ Space Marine Codex kaufen. Vielleicht hat ja jemand noch einen Code übrig. Ja, Code. Ich brauch, ja. Hat jemand einen Space Marine Code für René? Oder guck mal bei eBay, ob es da Codes gibt. Einfach so. Vielleicht gibt es auch so einen Code-Generator. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr unbedingt. Nee. Aber vielleicht, also locker gibt es irgendwie Leute, die bei eBay so Codes verkaufen. Ja. Ich gucke das mal direkt nach, wenn ihr weiter erzählt. Würde mich halt interessieren, wie teuer das ist, weil wenn der Code leider 20€ kosten würde, dann würde ich halt sagen, ja, fuck it, kauft ihr halt einfach. Ja, aber es ist ja ist trotzdem noch das Doppelte, das physische zu kaufen. Ja, aber ich finde halt so 20€ für null, das ist für den Code. Ja, du guckst sowieso nicht in den Codex rein. Gee, mein World Eaters Codex, ich weiß nicht, ob der immer noch eingeschweißt ist, aber ich glaube, also selbst wenn der nicht immer noch eingeschweißt ist, dann habe ich da nicht einmal reingeguckt, seit ich den gekauft habe. Ich habe mir auch den Necron Codex gekauft, ich habe auch noch nicht reingeguckt. Du hast ihn für den Code gekauft. Den Code. Ich habe mir sogar die Datakarten gekauft. Ja, ich mag Datakarten. Ja, du hast doch die geilste App der Welt für die Datakarten. Da bin ich ein Boomer. Ich hab das lieber vor mir. Ich find's auch bei Pen and Paper furchtbar, dass ich die ganze Zeit D&D Beyond nutze und ich meinen Bogen ausdruck habe. Ich habe keine Lust, jede Session meinen Bogen neu auszudrucken. Ich hätte gar keinen Bock mit quasi bei Pen and Paper zu spielen. Also ich habe ja jetzt auch beide Experiences, ne? Ich habe mit Bogen gespielt in der anderen Runde und mit App gespielt. Und mit App spielen ist halt einfach 100-mal geiler. Ja, aber es ist einfach nicht dieses Feeling. Es ist einfach nicht dieses Feeling, dass ich habe meinen Bogen. Ja, ich finde, also, dann mach dir doch, du kannst sogar dir den Bogen einfach so aufmachen als Ansicht, ne? Ja, vielleicht nehme ich einfach das nächste Mal mein Tablet. Und dann mache ich da den Bogen drauf, weil dann ist es auch ein bisschen größer. Ja, so das kannst du zum Beispiel machen. Aber das ist auch viel geiler, weil du kannst einfach, wenn du Sachen in dein Inventar tust, ne, dann kannst du einfach so schreiben und dann werden dir direkt die richtigen Gegenstände in das Inventar reingetan. So. Ja, ich weiß. Das ist total geil. So, das ist einfach the age of pen and paper is over.
the age of electronic has begun. Von Tablet und Handy. Ja. Yeah. Also ich finde halt auch so quasi, es muss jetzt nicht quasi komplettes digitales Pen Paper sein, das wäre ja auch irgendwie Quatsch. Aber ich finde halt einfach so sich den Laptop oder iPad oder iPhone oder was weiß ich oder Android-Tablet hinzustellen. Oder Beamer. Irgendwann bauen wir uns auch so einen Tisch. Jetzt lass ihn doch ausreden! Ist völlig fein, weil so, es erleichtert so viel und so. Und man hat nicht, ich habe bei dem anderen Stil immer das Problem, da habe ich irgendwas mit Kuhlita draufgeschrieben, das kann ich ja nicht mehr wegradieren, aber ich will doch nicht alles mit Bleistift schreiben, dann will ich irgendwie einen Spell austauschen, dann will ich aber auch noch dazu schreiben, was der Spell macht, damit ich das nicht immer nachgucken muss, weil sonst muss ich sowieso wieder die ganze Zeit mein Handy in die Hand nehmen, weil ich nachgucken muss, wie genau funktioniert jetzt nochmal der Spell, weil ich den halt nur alle 3 Sessions mal benutze. Und da habe ich den halt einfach drauf, kann ich draufklicken, bin so, ah, okay, dieses Specific habe ich innerhalb von 10 Sekunden, weiß ich ganz genau. So, und das macht es einfach flüssiger. Ja, irgendwann bauen wir uns auch so einen Tisch, wo so ein Fernseher eingelassen ist. Nee, das finde ich, ist zum Beispiel etwas, das ist mir zu elektronisch. Ich finde das cool. Ich finde die Figuren und die Gebäude da drauf noch haptisch cool, aber quasi als Ersatz für die Leinwände. Das finde ich cool. Na, das finde ich dann auch wieder nicht so cool, genau. Wenn das ein Fernseher wäre. Also, weil das Ding ist, ich finde, die Leinwände funktionieren gerade so gut. Ich meine, ich fand, das sah gestern schon cool aus. Mhm. So, und wenn jetzt noch so alles bemalt ist, funktioniert das, sieht das einfach total stimmig aus. Und ich finde, wenn man dann anfängt, die Gebäude einfach auf so einen Screen draufzustellen, dann ist das einfach so mega voneinander getrennt. Also kannst du mal im Internet, du kannst dir mal angucken, so wenn da einfach nur der Screen ist, dann kann ich es irgendwo noch verstehen, weil es dann sehr so boardgamig aussieht. Aber wenn der Screen ist, aber du Gelände normal draufstellst, dann sieht es total komisch aus, weil es quasi in 2 verschiedenen Dimensionen existiert. So. Na gut, sehe ich. Und da bin ich wiederum weird old school. Da bin ich so, nee, ich will das schon so, ich will jetzt richtig classy, aber mit modern. Also es gibt noch keinen Markt für die Codes. Es gibt nur super oft den 5. Edition Space Marine Codex für 5-7 Euro bei eBay. Und es gibt quasi das Reverse-Ding, weil ich finde es gerade nicht, aber hier war einmal der Space Marine Codex mit Code ausgeschnitten. Ja, das ist, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist halt, weil ich muss wirklich sagen, also irgendwie der 40k Fluff, der in den Kodizes drin ist, der ist ja sowieso irgendwie bis auf 3 kleine Finde-den-Fehler-Details halt anders. Also so im Sinne von jedes Buch ist irgendwie immer der gleiche Inhalt vom Fluff, ja. Bis auf auch so ein bisschen wie bei Animal Crossing. Gene, warum füßelst du mich eigentlich? Weil ich denke, das ist das Tischbein. Warum ist denn da dein Fuß? Ja, weil ich sonst nicht in den Tisch ranrutschen kann. Also es ist so ein bisschen wie bei Animal Crossing oder sowas, wenn du diese Fake-Gemälde kaufst. Es ist so, du hast die Mona Lisa und dann hast du die Mona Lisa mit angry Augenbrauen. Ja. Und es fehlt vielleicht so der kleine Ringfinger oder sowas. Und das ist quasi immer so der kleine, feine Unterschied zwischen den verschiedenen Kodizes. Kann es sein, dass es irgendwie mal einen gibt, wo es ein bisschen mehr ausschlägt, aber ich finde irgendwie, it's always the same. Besonders, ich verstehe halt nicht, warum man nicht einfach den Code kaufen kann, so digital. Bietet doch bitte einfach irgendwie so, was kostet das Buch, 40 Euro? Dann verkauft den Code für 20 Euro. Es ist zu viel Geld, einfach nur für einen Code. Aber ich würde es trotzdem machen, einfach nur, damit ich halt nicht die 40 Euro ausgeben muss. Und sonst bin ich vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht wieder Back to Battlescribe oder so. Ja. Ist auch nicht keine geile Alternative, so, weil ich will ja die geile App benutzen. Aber gib mir doch den Code einfach für 20 Euro oder sowas. Oder wenn ich schon fucking 5 Euro im Monat bezahle. Ja. 6,50 Euro. Stimmt. 6,50 Euro im Monat bezahle. Dann gib mir doch bitte einfach normalen Access zu der App. Ja. Wo ist denn das Scheißproblem? Ich kaufe im Jahr vielleicht einen Kodex. Ja. Lass es mal 2 sein oder so, wenn es richtig spannend wird. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so viel geschenkt bekomme. Und meinetwegen macht es 10 Euro im Monat und dafür hat man alle Regeln immer. Ja. So. Alle Regeln immer. Das ist wirklich, also ich, so gerne ich GW verteidige
und hinter den Entscheidungen stehe und auch bei, ich sag mal, so nach außen fragwürdigeren Geschäftsentscheidungen gerne irgendwie versuche, das zu ergründen, warum es so ist, wie bei den Old World Modellen, dass es halt da noch, dass das Design-Team da nochmal reingeht, die irgendwie nochmal halt wieder, wie nennt man das nochmal? Restaurieren muss und so. Aber das ist das Einzige, was ich nicht verstehe. Ja. Diese Codes und die App, Leute. Hm. Ihr habt so eine geile App gemacht jetzt. Dann lasst uns auch mit der geilen App leben. Das stimmt. Das ist so, hier ist das Paradies. Und dann, Dann sperren sie uns hinter Mauern. Ja. Genie, dein Hobby-Moment des Woche. Wir haben uns jetzt viel zu viel über Sachen aufgeregt. Das Hobby-Moment deine Woche. Was habe ich gemacht? Ich habe Immotech bemalt. Für mein Video. Dass ich euch zeigen kann, wie ich meine Necrons bemale. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du Immotech den YouTuber, dass du ihn bemalt hast. Mein Immotech kriegt irgendwann einen Spitznamen, wenn du immer nur dann an Immotech denken musst, wenn ich Immotech sage. Dann heißt mein Immotech bald einfach irgendwie so Bob oder sowas. Bob. Bobotech. Bobotech, ja, der Bobotech. Bobotech ist eigentlich echt witzig, weil da irgendwie ein Robo drinsteckt. Ja. Das ist lustig. Ich habe für Bobo, wo wir gerade bei Bobo sind, seinen Chaos-General angemalt, Old World. Der ist schon fertig? Der ist fertig. Okay. Den habe ich gestern im Stream fertig gemacht, weil ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich hatte den halt schon gesprüht und ich musste quasi noch so ein bisschen Pinselarbeit machen. Ist echt cool geworden. Also das Farbschema funktioniert, glaube ich, richtig geil. Ich mache dem noch eine kleine Farbliste, dass ich ihn vielleicht gut anpassen kann. mal gucken, ob er fertig wird mit seinem Monatsziel. Aber zumindest hat er jetzt schon mal ein bemaltes Modell dafür. Aber der hat echt Spaß gemacht. Der ist nice. Und dafür habe ich ja geile Necrons bekommen. Ne? Wir hatten ja so einen geilen Deal. Ich habe seine Indomitus-Necrons bekommen. Ich muss noch mein Monatsziel malen. Jetzt weiß ich, was ich am Wochenende mache. Oh mein Gott! Ich muss auch am Wochenende ganz viel Monatsziel malen. Und da ist auch tatsächlich etwas, was ich den Ruben mal fragen wollte, weil Ruben, du bist nächste Woche im Urlaub. Ja, ich schaffe das so easy. Ich habe ja die Basis schon gemacht. Das heißt quasi, dieser Abfuck von kurz vor Basis zu machen, der ist weg. Hm. Und jetzt mache ich noch Highlights an den Tau. Mal noch meine D&D-Figur an. Ich bin ja quasi Donnerstagabend wieder da. Das heißt, Freitag kannst du malen kommen. Ja, ich habe ja noch Freitag, Samstag, Sonntag zu malen. Ja, cool. Und ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht ein paar Sachen mitnehme und zum Highlights malen einfach. Mm. Weil da muss ich einfach nur zwei Farben und einen Pinsel mitnehmen und ein paar Figuren. Das ist eine gute Idee eigentlich. Kannst du machen, ja. Ja. Wahrscheinlich werde ich es dann eh nicht machen. Ja. Im Urlaub. Ja. Ich nehme jetzt das Kabel aus der Hand weg. Ja, nee, aber ansonsten habe ich eigentlich nicht viel Privat-Hobby gemacht, sondern halt sehr viel beruflich Hobby. Hab Patreon-Content produziert. Ansonsten. Ja. Du hast jetzt den Pegasus fertig, ne? Ja, ich bin nicht diesen scheiß Pegasus fertig. Das war eine saudumme Idee. Das war die dümmste Idee meines Lebens. Ja. Aber jetzt ist er durch. Ich glaube, es wurde ja im letzten Podcast auch gefragt, was es denn mal so eine Figur gab, die euch echt frustriert hat. Dieser Pegasus ist gerade wahrscheinlich auf Platz 2 nach meinem General Grievous Overlord gerutscht. Aber warum? Also, woran hat es gelegen? Er hat dreimal so lange gedauert, wie ich dachte. Ich habe jetzt heute noch voll Stress, weil ich dir den Text noch fertig schreiben muss, dass du das PDF noch machen kannst. Weil du ja nächste Woche im Urlaub bist, da kannst du schlecht ein PDF machen. Ach, stimmt. Er war so frimmelig. Es ist super viel einfach schief gelaufen. Dann wollte ich Decals drauf machen. Dann habe ich gemerkt, dass einfach bei den Bretonen Decals keine Decals dabei sind, die auf das Banner passen. Die sind alle zu klein. Dann habe ich gedacht, okay, komm, ich will ja eh die Linie benutzen. Gucke ich mal im Decal-Bogenhaufen. Ich muss ja locker Zoro-Decals haben. Dann ist mir aufgefallen, dass es von Sororitas keine größeren Decals als Schultergröße gibt. Mhm. Das heißt, ich musste dann die scheiß Linie noch freehanden. Dann ist ein Decal, das auf dem Mantel von dem Reiter ist, hat der Decal-Adapter trotz doppelter Lackierung, theoretisch sogar dreifacher Lackierung, die Farbe komplett zerfressen. Mhm. Deswegen ich dann jetzt nochmal den Mantel komplett neu malen durfte, wegen dem scheiß Decal-Adapter. Dann ist die ganze Zeit was abgebrochen. Ich muss immer noch den einen Zügel wieder ankleben, weil er zum dritten Mal abgebrochen ist. Ja, die Zügel waren auch beim Basteln in die Hölle. Also es ist wirklich einfach ein Scheißmodell. So, ich find's jetzt schön, ich bin zufrieden. Ich glaube, es ist auch ein cooles PDF, weil ich auch viele Techniken angewandt habe, die man, glaube ich, super auf andere Modelle auch umsetzen kann. Ich finde auch, dass du zum Beispiel einfach das PDF nehmen könntest und damit ein Imperial Night House bemalen könntest mit den Techniken, weil es auch das voll coole Farbschema dafür ist. Aber irgendwie, ich bin halt einfach nicht 100% zufrieden. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt und es hat halt einfach viel zu lange gedauert und war super Abfuck.
Und es war einfach so demotivierend. Es hat mir echt fast die ganze Woche ruiniert, dieses scheiß Bretonenmodell. Und auch wenn ich mal überlegt hatte, vielleicht Bretonen für Oldworld zu machen, spätestens jetzt ist das ein klares Nein. Aber wenn ich Bretonen mache, wir haben noch so einen zweiten General auf so einem Royal Pegasus. Ja, den kannst du dann gerne anhand meines PDFs bemalen. Nein. Den können die auch anhand von Genius PDF bemalen. Yes. Weißt du es wirklich, wir machen jetzt jeden Monat richtig geile PDFs auf Patreon. Ja. Das ist wirklich jetzt nochmal so ein Step-Up. Vorher waren die PDFs, glaube ich, so... Waren so Quick-Tipps, ne? Bonus, ne? Quick-Tip und so, aber jetzt ist wirklich... Ja, dafür kommt halt nur noch eins, aber da ist dann halt viel mehr Inhalt drin, das viel mehr geile anpassen. Tipps. Ja, das müssen wir noch im Pledge anpassen. Oh ja. So, aber dafür ist es halt einfach geiler. Ich werde auch so ein Schwierigkeitsstufending machen, also quasi auf Deckblatt von jedem PDF sind so 3 Detlefs und die sind quasi ausgegraut, aber dann sind farbig die Detlefs, wie schwer es ist. Und ich würde zum Beispiel der Bretonen sagen, der kriegt 2 Detlefs als Schwierigkeitsgrad. Das heißt, das kriegt eigentlich jeder mit ein bisschen Übung hin. Es ist halt ein bisschen schwieriger, weil es ist was feinere Airbrush-Arbeit plus das Freehand am Ende drin. Aber es ist eigentlich nichts, so die ganzen anderen Sachen, die nicht eigentlich jeder mit ein bisschen Übung hin. Ich würde am Freehand scheitern, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber da kann man ja halt zum Beispiel auch einfach sagen, okay, ich nehme einfach irgendein anderes Dekel, wenn du irgendwas anderes das hast. Das stimmt. Deswegen ist es halt, finde ich, da. Das Einzige, was halt ein bisschen schwerer macht, ist diese etwas feinere Airbrush-Arbeit mit dem Abkleben. Das ist halt ein bisschen frimmeliger und der ganze Rest ist super umsetzbar. Deswegen 2 von 3 Deadlifts. Ich glaube, da haben wir auch dann schon den Hobby-Fail der Woche von Genie drin gehabt. Ja, ja. Definitiv. Mein Hobby-Fail der Woche kann ich auch direkt schon sagen. Das ist, dass in der ersten Session von unserer D&D-Gruppe einfach direkt jemand gestorben ist. Richtig grausam gestorben ist. Der Woche. Ja. Richtig grausam gestorben. Also das Bein abgerissen gekriegt. Ja, also nicht nur das Bein, der ne? Der wurde komplett zerfleischt. Sondern es ist quasi, das Bein wurde so abgerissen und er wurde so von so 2 großen Echsen dann gefressen. Ja. Und es war sehr dramatisch, weil ein anderer Charakter war dabei und musste ihn zurücklassen. Er wäre sonst auch gestorben. Also ist er weggerannt, hat seinen Kumpel dagelassen. Blick doch mal zurück. Ich muss sagen, ich habe so die ganze Zeit, ich habe mir so vorgestellt, als das passiert ist, dass alles so in Zeitlupe ist. Und es gab ja diesen berüchtigten Performance-Roll. Ja. Weil der andere Charakter noch versucht hat, die Echsen abzulenken und dann hat er das verkackt. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie es in Zeitlupe ist und dann eher so, der hat so eine Handpuppe und dann sind so in Zeitlupe und eine Handpuppe so. Ja. Und in dem Moment sind so die Echsen in Zeitlupe und sind so. Und reißt ihm das Bein ab. Genau, und er ist... Seine letzten Worte waren ja... Was für ein scheiß Abenteuer! Das war so letztes Was Wort. Ich eigentlich noch viel grausamer finde, ist, dass der Charakter, der von Echsen zerfleischt wurde, das war ein Echsenmensch. Ja, das stimmt auch. Immer bleibst du in der Familie, oder? Ja, bleibt in der Familie. Ihr müsst euch so gleichzeitig vorstellen, bei deren Pen and Paper, es wird irgendjemand zerfleischt und unser Pen and Paper, wir sind halt schon was weiter vorne. Ich muss immer aufpassen, dass ich rum nicht Spoiler. Also zum Beispiel bei uns war so letzte Episode eigentlich so eine richtige High-Episode. Es ist voll viel gut gegangen, es hat voll viel jetzt geklappt. Und mein Charakter hat jetzt einfach eine cute Freundin. Ich habe einfach ein cutes Girlfriend. Und dann schaltest du quasi wieder so zu der Szene um, der zerfleischt. Und ich tanze gerade mit meiner Freundin zu einem Song aus einem Ghibli-Film in der Taverne. Nachdem du einfach Kriegsverbrecher warst und einfach diesen Typen umgebracht hast, der Ich gemein bin keine war. Kriegsverbrecherin. Und der Typ war mehr als gemein. Committing war crimes since 1980. Mein Charakter ist Robin Hood, okay? Ja, Nur mit Abstechen. Ich würde halt auch sagen, mein Hobby-Fail der Woche ist, dass wir zum ersten Mal einen Spieler gestorben sind. Und ich weiß ja immer so, okay, diese Session wird wahrscheinlich das passieren. Und ich bereite immer dann so Sachen vor und ich denke mir jedes Mal so, oh, da könnte tatsächlich jemand sterben. Da muss ich mich drauf vorbereiten, dass das passiert. Ich habe auch gemerkt, dass du in dem Moment einfach so komplett in Disbelief warst, dass das passiert ist. Ja, gerade. Dass das halt generell passiert ist. Also, das war einfach hier cue diese Musik. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Aber das... So, wie kann das denn sein? Session 1 ist nicht dafür designt, dass jemand stirbt. Ihr kriegt das hin. Das ist quasi wie, als ob, keine Ahnung, als ob wir im 10. Stock leben und das Fenster offen gelassen haben und ihr einfach so ein Kleinkind seid. Ja, aber es waren sehr viele wilde Würfe auch. Es war so voll viele Crits und so explosionsartiger Schaden. Es waren so viele Menschen, die so ein Kobold reinkracht.
Also ich glaube, ich habe mindestens 3 Kobolde so mit dem doppelten Schaden, den die als HP haben, so einfach vaporisiert. Komplett. Ich habe auch übrigens der Schlag, der den Yuyang letzten Endes dann gedownt hat, ne? Ja. War eine Net 20. Deswegen hat es auch irgendwie so 17 Schaden und es tat mir so leid, aber ich war so, dafür werde ich jetzt nicht den, ich werde nicht meinen deine Integrität aufgeben. Genau, weil für sowas werden keine Würfel gefummelt. Das ist das Schicksal. Wenn die Würfel sprechen, dann passiert das. Wenn er als zerfleischt werden soll, dann wird er als zerfleischt. Weil wenn ich solche Momente dann sage, trifft nicht, ne? Dann irgendwann ist ja dann glaubt einem ja niemand mehr. Das ist ja wie, wenn man die ganze Zeit Wolf ruft und da ist kein Wolf. Ja. Bei uns ist diese Woche ja auch zweimal fast jemand gestorben. Bin ja wirklich fast ich gestorben und fast Fabi. Das war ja beides sehr, sehr knapp. Aber da hatten wir halt dann letztendlich ein bisschen Glück mit den Würfeln. Ja. Wir machen jetzt Kommentiere-Show. Bevor wir noch weiter zum D&D-Podcast werden. Ja, stimmt. Also der erste Kommentar ist von Joachim Deckert erster. Dann von Joachim Deckert zweiter Account zweiter. Dann von Mad Oz dritter. Und dann von Uli Seppert. Ich ziehe meinen Hut vor dieser außergewöhnlichen Leistung. Und dann hat er so einen Zylinder dazu Emoji gemacht. Sehr schön. Sehr witzig. Oh, ich liebe euch. Die zweite Frage ist von Rack Geurer. Wann macht Ruben Onlyfans? Ja, Ruben, wann Onlyfans? Leute, keine Ahnung. Was wollt ihr denn sehen? Wenn es ganz schlecht läuft. Zeig mir, was ihr da sehen wollt und dann überlege ich mir es. Ja. Also wenn es so, reicht, dass wir entweder Studio oder den Cutter, den wir auch schon... Wir hätten einen unfassbar guten Cutter. Wir können ihn nur nicht bezahlen. Haben wir schon im Stream erzählt. Der wäre morgen hier. Der wäre morgen hier und dann könnten wir jede Woche einen Strikeforce machen. Vielleicht jede zwei, weil der muss ja dann auch noch andere Sachen machen. Ja, stimmt. Ja, stimmt, der muss noch andere Sachen machen. Aber vielleicht wollen die Leute ja so ein geiles wie das Sandwich ASMR als dann OnlyFans. Ja. Und dann musst du einfach jeden Tag nach dem Mittagessen, nimmst du dann so kurz 10 Minuten ASMR auf, was beim du gerade gegessen hast. Ja, oder beim Essen. Ja. So, wenn ihr das und dann, wollt und ihr dafür Geld bezahlt, machen wir rein das. Oh, ich jetzt kann heute am Ende vom Curry erzählen, was ich mir gleich reinfahre. Oh ja. Okay. Dann Max Powers schreibt, muss immer an Hobby-Moment Los Vojos denken. Ja, Mann, Los Vojos. Ich hab's komplett vergessen aus meinem Gehirn. Los Vojos? Ja, die Burger King Los Vojos. Hab ich... Nee. Was? Nee, erzähl mir. Ist das sowas wie der Hütten-Gaudi nur bei Burger King? Ja, das waren früher mal die Los Vojos. Da gab's Werbung. Das war auch voll der Gag. Also wird auch voll oft in irgendwelchen Filmen referenziert oder so. Echt? Ja. Dann ist es jetzt das Hobby-Moment, die Los Vojos. Ja. Nee, die Hobby-Moment, das läuft voraus. Nee, ist jetzt egal. Ja, wenn wir es nicht kennen, dann... Ich lese schon hier gerade in der Push-Benachrichtigung. Macht hier allgemein keine Punkt. Da klicke ich gleich drauf und raste aus. Okay. Ich erzähl mal kurz was. Jetzt habe ich ja nicht den nächsten Kommentar. Wer ist heute Abend Schnitzel? Ja, wir sind heute Abend in so einem Schnitzelhaus und das hat eigentlich die weirdeste Location aller Zeiten, weil es ist genau auf einer der, also innerhalb einer der absoluten Partymeilen in Köln. Ja, aber ich glaube, das ist wie Rewes und Köln, dass es zuerst die Rewes gab und Köln drumherum gebaut wurde, so gab es halt das Schnitzelhaus und dann ist halt die Partymeile drumherum entstanden. Ja. Sie konnten sich halt nicht aussuchen. Die sind halt auch in so einem richtig alten, hübschen Altbau. Das ist halt so richtig traditionell. Und ja, dann kam halt irgendwann die Scheiße drumherum und jetzt können sie es nicht ändern. Ja. Weil ich bin aber auch froh, dass sie hier direkt um die Ecke sind, weil die ist echt geil. Wir gehen super selten dahin, weil es halt auch was teurer ist. Aber dafür gönnt man sich das dann halt auch so zweimal im Jahr. Und das sind wirklich die besten Schnitzel hier in Köln. Okay, ich glaube, der Ruben hat gelesen. Es gibt ein paar Kommentare mit Lob, da vielen Dank dafür. Dankeschön. Wir beantworten die Kommentare beim Podcast halt nicht, weil wir die in den Kommentaren und Kommentare schon machen. Aber Wir sehen die trotzdem und dann drücken wir mal auf ein Like drauf oder so. Ja. Ich weiß, was ich mache. Wenn wir gleich hiermit fertig sind, dann setze ich mich an den PC. Dann likest du nochmal. Und dann like ich die alle so einmal durch, damit alle sehen, dass wir die wirklich gelesen haben. Aber wir lesen jedes Kommentar. Ja. Dann von Nils. So heute mit meinem Sohn, 9 Jahre, das erste Mal AOS gespielt. Natürlich etwas abgespeckt. Aber ich glaube, er gehört ab heute zur Warhammer Community. Bin gespannt, für was für eine Faction er sich entscheiden wird. Ich habe bei Warhammer Fantasy mit Skaven und Orks angefangen. Was war eure allererste Armee?
Ah, erstmal, ich finde das voll süß. Das ist so ein kleiner Hobby-Dream. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich das machen würde, dass ich irgendwann genervt wäre, weil mein Kind nicht so ein geiler Mitspieler ist. Aber so, ich habe dir doch gesagt, was die Engagement Range ist. Ja, immer so, Mann, Jonas, das sind jetzt... Wie oft willst du noch deine Figuren in 3 Zoll bewegen? Ja. Und Gott, schaffst du den die ganze Zeit. Ja, also, ja, ich hab's am Anfang gesagt, das. Ja. Ich hab dir gesagt, die können das als Gym anmachen. Ich hab's so gesagt. Hast du Pech gehabt. Oder dein Sohn ist so ein Genie, dass der dich einfach gottlos von der Platte fegt, sobald der nicht lesen kann. Boah, ich find's so geil, wenn mein Kind so gut in Warhammer wäre, weil es einfach so mit Warhammer aufgewachsen ist. Es ist wie so diese 6-Jährigen sind, die zu so einem Schachturnier gehen und diese ganzen Grandmaster abziehen. Ja, und du machst ihn quasi zu einem guten Spieler. Ich mach das Kind zu einem richtig geilen Maler, weil wir haben ja noch nicht quasi diese krasse Generation jetzt als erwachsene Generation, die so heftig mit Warhammer aufgewachsen ist. Die kommt, die züchten wir ja jetzt gerade alle erst. Und da muss ich kurz so sagen, ich habe mich heute mal wegen Golden Demon Sachen geschaut und hatte einen mega geilen Siegwald gesehen, so komplett non-metallic metal, freehand auf dem Mantel, so ähnlich wie meinen, nicht ganz so gut, ne? Aber ich war so, hey, der ist ja voll gut, aber warum hat denn der Gold gewonnen? Das verstehe ich gar nicht. Und dann gucke ich, dann war es Youngblood. Und ich glaube, Youngblood ist nur bis 14 oder 16. Ja, ja, das und ist crazy. Der sah richtig heftig aus. Ja, ja. Und ich war so, what? Ja, ich war froh, wenn ich Trims mit 16. Ja, also ich glaube, wir züchten echt eine Generation so, super. Aber jetzt waren jetzt eure allererste Armee. Ja. Ich weiß so, ich habe die Frage komplett vergessen. Ja. Also meine allererste Armee, also so wirklich quasi, was ich aktiv als Armee gesammelt habe oder was? Wo du dich entschieden hast, das ist jetzt meine Armee. Wo ich mich entschieden habe, das ist jetzt meine Armee. Ja. Nachtgoblins. Ja. Hast du nicht mit 40k angefangen? Nee, ich hab mit, also... Ach stimmt, mit Schädelpass. Ich hab mit, also, ich hab quasi, ich hab mir Dunkelelfen geholt. Mhm. Da war ich irgendwie so 8 oder sowas. Dann hab ich so eine Box Speerträger gehabt. Hab die im GW mit dem Mitarbeiter angemalt. Da hat es irgendwie 8 Stunden gedauert, dass ein Speerträger fertig war. Ich war halt fucking 8. Ich habe halt nie wieder irgendeinen Speerträger gemacht. Das war der größte Lifehack früher für unsere Eltern, ne? Ja. Einfach so Games Workshop, das Kinder einfach da abladen und dann so gratis Ferienbetreuer einfach. Ist wirklich so. Nee, und dann habe ich dann, oder? Nee, es war andersrum. Ich habe zuerst Schädelpass gehabt, habe dann kurz nach Weihnachten kurz aufgehört, war dann so, nee, ich will lieber doch die Dunkelelfen haben. Dann habe ich 8 Stunden für einen Speerträger gebraucht und dann war ich so, nee, Nachtgoblins sind richtig geil. Und also von daher, Warhammer Fantasy, Nachtgoblins, Shadow Pass, das war mein Einstieg. Ich hatte nicht wirklich eine Wahl, weil ich war 15 und hatte kein Geld und wollte mit Warhammer anfangen. Und René, mein frisch gebackener Freund damals, wollte unbedingt, dass seine Freundin Warhammer spielt und hat mir deswegen die Armee, die er gerade nicht mehr wollte, geschenkt. Und das waren Chaos-Dämonen. Und deswegen hatte ich dann direkt eigentlich auch eine spielbare Größe für Fantasy. Bro, du hattest jeden großen Dämon aus Zinn. Ja, die waren richtig geil. Und halt auch noch ganz viel andere. Also da konnte man easy mitspielen. Und das war halt dann meine erste Armee. Die erste Armee, für die ich mich dann, glaube ich, aktiv selber entschieden habe und Sachen gekauft habe, war das dann schon 40k? Oder hatte ich mir noch eine zweite? Ich habe ja noch eine zweite AOS-Armee. Du hast ja auf jeden Fall. Ich habe Dunkelelfen und Echsenmenschen gekauft, aber ich weiß nicht mehr, was zuerst. Ich glaube, Echsenmenschen war als zweites. Ja, ne? Ich glaube, Echsenmenschen war als zweites. Ja. Aber da hattest du nicht viel, weil wir arm waren. Ja, da habe ich mir nicht viel geholt. So. Aber das war da so das erste, was ich mir selber aktiv als eine Armee gekauft habe. Und ich glaube, bei 40k waren es dann tatsächlich. Habe ich natürlich auf Dämonen gespielt und ich glaube, da war es in Space Wolves. Ja, ich glaube auch, das war dein zweites Projekt. Ja, ja. Aber die erste Armee waren halt Dämonen. Huben. Also das erste, was ich hatte, war Herr der Ringe. Das war die Minen von Moria Box. Mhm. Aber das skippe ich jetzt mal als Armee. Das zählt nicht. Ja. Ich glaube, ich habe es einmal gespielt, weil dann habe ich ja gemerkt, dass halt niemand Herr der Ringe spielt. Und dann habe ich die Black Reach Box gekriegt und habe aus den Ultramarines Crimson Fists gemacht. Weil irgendwie, ich glaube, das war so, dass man hat ja früher immer so, wenn man mit dem Hobby angefangen hat im Laden, da gab es noch diese ganzen Bonushefte und so, da hat man ja immer mal noch so ein bisschen Kram irgendwie gekriegt, der im Laden rumlag. Mhm. Da hat man so, habe ich so einen Stapel White Dwarfs in die Hand gedrückt bekommen. Habe ich auch früher bekommen. Ja, und war so, hier alte White Dwarfs, viel Spaß damit. Hatte ich irgendwie so 5 Stück und dann war ein, zwei irgendwie so Crimson Fists Feature mit Pedro Cantor. Dann war ich so, boah. Geil, wie die da gegen die Orks gekämpft haben und dann irgendwie sich selber in die Luft gesprengt haben. Das war so tragisch. Mittlerweile denke ich mir einfach nur so saudumm.
Größte Ottos. Ja. Aber Vero Kanto einfach ein Vollidiot. Ja. Aber das ist total witzig, weil meine ersten ernsten Space Marines nach Dark Angels waren auch Crimson Fist. Es gab einfach bei uns im Kölner GB irgendwie so einen Crimson Fist-Hype. Ja, das war, glaube ich, die Zeit irgendwie so. Weil da kam ja auch der Pedro Cantor, glaube ich, irgendwie noch irgendwie neu raus und so. Ja, aus Zinn, ne? Ja. Mit so dieser Pose. Ja. Und ey, das war so, als der rauskam, war ich so, holy shit, ist das ein geiler Typ. Ja. Und jetzt guckt man sich den so an und ist so, Also ich habe den Hype nie mitbekommen, aber ich war halt so lull, ich mag Wikinger, ich mag Space Wolves. Ja, aber ich habe da noch, ich kann noch kurz als Anekdote erzählen, was meine zweite Armee war, weil dann habe ich nämlich die Crimson Fist gehabt, bin mit denen in den Laden gegangen, habe gegen, nennen wir ihn mal, ihr wisst, wen ich meine. Wenn ich es richtig weiß? Dark Eaters? Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Hat quasi den gleichen Wortklang. Es reimt sich auf Sack. gespielt. Und der hat mich dann komplett weggenörgelt mit Chaos Space Marines. Und dann war ich so, ich habe die ganzen Crimson Fists und eigentlich kann ich doch jetzt den ganzen Space Marine Kram irgendwie einfach zu Nörgelsachen machen und spiele einfach auch Chaos Space Marines. Und dann habe ich halt das gemacht. Jeder und ein bisschen Chaos Space Marines noch gekauft. Und dann habe ich noch einem Schulfreund von mir, der auch quasi nur Herr der Ringe gespielt hat, aber dann auch mit Warhammer anfangen wollte, war ich dann so, hey, ich habe hier noch, und dann wollte ich quasi, weil die Snapfit Marines wollte ich dann nicht zu Nörgelsachen machen, weil da war ich irgendwie so, ja, da habe ich keinen Ansatzpunkt für meine Green Stuff Modellierkünste. Und war so, dann verkaufe ich jetzt die ganzen Sachen aus den beiden Black Reach Boxen, verkaufe ich jetzt meinem Kumpel aus der Schule. Und dann habe ich den so belabert die ganze Zeit und war so, ja, fang doch auch mit 40k an, hier kannst du meine Crimson Fists abkaufen. Hat er mir die abgekauft, habe ich einmal gegen ihn gespielt, ihn komplett weggemacht mit CSM, hat er auch angefangen, die Black Reach Sachen zu vernörgeln. Aber es war auch krass, Plague Marines. Das ist ein Schneeballsystem eigentlich. Ja, absolut, aber Plague Marines waren auch einfach richtig krass stark früher. Ja. Dass die zwei Plasmawerfer in einem Trupp haben konnten und sowas. Ja. Oh, in einem Fünfer, das war echt strong. Und viele Pain war ja auch insane. Gut. Ja. Ja, auf jeden Fall nächstes Kommentar von Olaf Olafsson. Und wieso wird dieses Wechseln der Projekte plus Panikmal nicht durch organisierte, weniger impulsgesteuerte Entscheidungen ersetzt? Dadurch könntet ihr gesünder, inspirierender und auch zeiteffektiver YouTube betreiben, sowie die nötigen Vorbereitungen für Battle Reports treffen. Olafsson ist übrigens auch der Mann, der beim Monatsmaler sehr schwer enttäuscht war. Ah. Von dir, Ruben. Von mir, ja. Ja, das ist halt nicht uns so. Also, wir funktionieren so nicht. Du hast recht an sich, ne? Ja. Man könnte es voll geil planen und man könnte voll geil irgendwie so seine Ziele schaffen und so. Aber so funktioniert Paintomancy nicht. Und dann wäre es, glaube ich, langweilig. Also ich glaube, weil dann wären wir nicht quasi Paintomancy. Weil zu Paintomancy gehört auch chaotisch dazu. Ja. Es wär sonst einfach Corporate Mancy. Ja. Es geht einfach darum, dass man einfach. Ich sag mal so, im Endeffekt ist das ganze Projekt ja irgendwie ein bisschen geschwollen gesagt, so ein Ausdruck der Freiheit. Ja. Und wenn wir jetzt alles reglementieren und komplett nach Plänen gehen und uns strikt an Pläne halten, dann ist es einfach nicht das, was wir machen. Wir sind in einem kreativen Hobby. Ja. Warum sollte ich in einem kreativen Hobby, wo ich Dinge also anmalen kann oder so basteln kann, wie ich will, mich in irgendeiner Form limitieren. Also, dass in Paintomancy ja auch vorne Pain drin steckt, ist ja kein Zufall. Und deswegen, das gehört einfach dazu. Ja. Ich habe das mittlerweile auch lieben gelernt, einfach dieses Panikmalen und so und diesen Vibe davon. Und es ist ja auch so, manchmal sitzt man einfach da und denkt sich so, Mann, ich hätte einfach Bock, nächste Woche Tau auf diesem Turnier zu spielen. Und dann ist das halt so. Und dann gibt man halt diesem Impuls nach und dann scheißt man halt rein. Und dann ist es aber auch okay. Ich finde, wenn man es gemacht hat und es überstanden hat, ist auch ein bisschen so ein Hochgefühl immer. Ja, ja. Weil wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, okay, ich habe jetzt diese Armee und ich male die jetzt über 3, 4, 5, 6 Monate so geregelt an, so, ja, dann wäre ich noch im zweiten Monat so, kein Bock mehr. Das Ding ist halt, je tiefer du fällst,
desto geiler fühlt es sich ja an, wenn du dann wieder hochkommst, weil die Distanz dann höher ist. Wenn du immer so auf dem Mittelfeld bist und machst immer so büpp, büpp, das ist ja nicht geil. Aber wenn du büpp machst, das fühlt sich gut an. Ups and downs. Ja. Jetzt sind hier gerade gar nicht mehr so viele Fragen. Also es ist, viele Leute haben was zum Thema Sexualisierung geschrieben, wo ja, wir da hatte ich ja gefragt. Über Sexualisierung geschrieben haben. Ja. Ich lese das jetzt mal alles nicht irgendwie lang vor. Nee. Wenn du generell, so ein generelles Ding hast. Generell ist, glaube ich, also sind die Leute alle schon so da on par mit. Also es war jetzt niemand dabei, der so war, nein, nehmt mir nicht meine Titten Celestine weg. Ich glaube, das ist auch. Ich glaube, dass derjenige auch nicht schreiben würde. Ja, ich glaube, derjenige würde das auch nicht schreiben, in dem, besonders wenn schon ein paar Kommentare da stehen. Ich glaube, sonst wird so ein Lynchmob ganz schnell gebildet. Ja, so eine Hexenjagd. Das wäre natürlich, das ist natürlich auch nicht die Idee. Aber ja, finde ich trotzdem schon. Also ich habe die auch alle gelesen und ich fand auch, dass der Konsens war auf jeden Fall, wie Ruben schon sagt. Ich fand auch gut, dass der eine oder andere diesen Unterschied verstanden hat, den ich meinte, zwischen quasi ästhetisch sexualisiert und einfach nur sinnlos sexualisiert. Ja. Zum Beispiel, da wurde Kingdom Death auch genannt. Ja. Da ist zum Beispiel auch so eine Sache von teilweise vielleicht grenzwertig, aber irgendwie. Aber sehr oft halt einfach ästhetisch. Ja. Pimmelmantel. Das wollte ich auch gerade. Ich wollte einfach nur Pimmelmantel sagen und dann sagen, und jetzt weiter. Drömel84 fragt, @Kommentare, Kommentiershow. Was für eine Einheit Modell wünscht ihr euch? Und warum für eure, also, ich muss kurz nochmal, was für eine Einheit Modell wünscht ihr euch für eure aktuelle Lieblingsarmee, die es noch nicht gibt? Zum Beispiel Wotan Dreadnought oder Red Butcher für Wild Eaters. Also, kann ich zwei Dinge sagen? Ja. Okay, dann machen wir mal schnell. Deathwing Command Squad. und für Elder wünsche ich mir einen neuen Aspekt, der richtig cool ist. Irgendwie sowas so bisschen irgendwie noch so ein Nahkampfaspekt. Weil wir haben jetzt quasi wir haben Banshees, die schnell und tödlich sind, und wir haben die hier Karandras-Männer. Skorpionkrieger, die quasi schnell so gegen. Und tödlich sind. Die, ja, nee, die sind quasi. Tödlich und schnell. Sneaky und gegen Masse. Mhm. Ich hätte gerne noch quasi sowas so wie die Heavy Infantry, aber nicht wie, wie Wraiths, also Wraithguard, sondern so ein Elder zu Fuß in einer schweren Rüstung mit einer coolen Nahkampfwaffe, die so, so à la -2/-3 Damage Waffen haben. Mhm. So, das wäre richtig geil. Sowas, so weil. So ein bisschen wie Inkubi, aber für Elder. Genau. Ja. Im Endeffekt sowas, ja. Ah, okay. Das finde ich cool. Und dann in einem richtig schönen Design irgendwie so irgendwas farblich Explosives. Mhm. Also nicht so, die machen wir schwarz, weil die sind böse, sondern irgendwas so bunt, irgendwie so à la Phönix-mäßig oder so. Das finde ich toll. Ja. Ich glaube, für Necrons bin ich eigentlich gerade relativ zufrieden, aber die haben ja auch aktuell sehr viel Neues bekommen. Ich würde mir tatsächlich was für Dämonen wünschen, meine eigentliche wahre Liebe ja bei Warhammer. Und zwar will ich einfach nur mal einen neuen Epidemius. Jeder Charakter ist gefühlt mal neu aufgelegt worden, aber es gibt einfach keinen Epidemius. Und das ist so schade, weil ich glaube, dass sie mit den neuen Mitteln einen richtig, richtig geilen Epidemius. Gerade wenn ich mir so die neuen Slanen auf ihren Thronen angucke, etc., könnte man da ein ultra geiles Modell machen. Ich liebe ja Nörgel. Das ist richtig schön. Das stimmt. Mhm. Und du? Ich habe jetzt gar nicht so was Konkretes. Also so Red Butcher wären schon cool, da würde ich mich drüber freuen. Aber an sich ist halt auch so, naja, Eightbond sind auch schon da. Am Anfang habe ich sehr viel gequengelt, dass es Eightbond gibt statt Red Butcher. Jetzt habe ich mich irgendwie daran gewöhnt. Mhm. Aber ich würde mich trotzdem über Red Butcher freuen. Ich glaube, eine Sache, wo ich richtig sold wäre, ist, wenn Genestealer Cult irgendwie so Bergbaumax kriegen würden oder so. Ja, das wäre geil. Ich glaube, da wäre ich so, scheiße, jetzt muss ich
5000 Punkte Jeans, die da kalt an einem Tag anmalen. Es gibt ja auch bei Necromunda so ein paar Fahrzeuge oder sowas, die in so eine Richtung gehen, die finde ich halt richtig geil dafür passen könnten, wenn das so ein ähnlicher Stil wäre. Ich fände es eigentlich ganz geil, wenn Jeans, die da kalt einfach das Treatment, das Warcry-Treatment bekommen würde. Warcry, die ganzen Chaos Warbands kannst du ja, sind ja im Slaves of Darkness Buch drin. Ich fände es cool, wenn du einfach bei Dreamstealer halt vielleicht die ganzen Gangs spielen könntest. Das wäre cool, ja. So. Oder halt zumindest über die Fahrzeuge oder sowas. Genau, also dass du halt einfach, dass sie im Endeffekt sagen, ey, es gibt hier diese coole Necromunda Range, einen Teil davon integrieren wir jetzt einfach in 40k für die einzige Armee, wo es auch fluff-technisch passen würde, und zwar die Leute, die eh Schrott benutzen. Und die eh nicht so viel ausfallen hat. Ja. Also fände ich total cool. Ja. Von Freckel eine kleine Anekdote. Bei uns im Laden wurde jemand offensichtlich nicht zurechnungsfähig rausgebeten und hat sich aufgeregt, draußen ein Messer gezückt und sich selbst in den Finger geschnitten und dann ein Kreuz vor die Tür gemalt mit seinem Blut. Das war weird. Das war weird! Ansonsten frage an euch, was haltet ihr von dem Power Simulator Warhammer 40k Crossover? Das ist das wildeste Kommentar. Also, not going to lie, sobald der Power Wash Simulator raus ist, werde ich einen Stream darüber machen. Ja. Ich habe noch nie einen Power Wash Simulator gespielt. Ich weiß nur, dass Kashi den richtig geil feiert. Ja. Und es ist ja Mechanikum-Themed, also du spielst ja Mechanikum-Typen, der halt einfach imperiale Sachen wäscht. Und fühle ich hart. Fühle ich hart, werde ich testen, werden wir streamen. Purge the Unclean. Ja. Werden wir einfach so einen Stream Power Wash Simulator spielen. Müssen wir mal gucken, wann das rauskommt. Weißt du was? Nee. Ja, müssen wir gucken. Ja, aber man kann man auch direkt das blutige Kreuz powerwashen. Ja, aber ja, das ist eine sehr seltsame Geschichte, Falke. Es tut mir furchtbar leid, dass du das miterleben musstest. Das geht schon in Richtung gruselig. Ja, so, wenn der plötzlich so ein Messer zückt und ich so. Ich hätte als Lernleiter GW angeschrieben und gesagt, Leute, ich brauche eine neue Location. Es tut mir leid, ich kann diesen Laden nicht mehr weiter hier machen. Wir müssen umziehen. Der ist verflucht worden. Blood Magic. Okay. Dann von 1 Euro Rimjobber. Ich lese den Namen einfach gerne vor. Aber ich finde es auch sehr witzig, weil er hat einen sehr langen Kommentar geschrieben und einen sehr eloquenten Kommentar. Und das finde ich witzig, dass er das so steht. 1-Euro-Rimjobber schreibt. aber das ist nochmal quasi so ein bisschen quasi eine andere Perspektive zu der Sexualisierung. Mhm. Da wollte ich mal drauf antworten. Ich lese einfach mal kurz vor. Ne? Ja. Was nackte Haut angeht, man darf nicht vergessen, wo das herkommt. Vor 30, 40 Jahren galt das als sehr skandalös, weil die Gesellschaft prüde wie nichts war. Es haben Künstler und generell politische Aktivisten ein halbes Jahrhundert dafür gekämpft, das fällt unter die sexuelle Selbstbestimmung. Das fing in den 50ern an, dann ging in die 68er-Revolte über und setzte sich dann bis in die 90er fort. Die Gothic-Szene mit ihrem hohen BDSM-Anteil war auch Teil dieser Entwicklung, genauso die Punk-Szene. Wenn es einen stört, sollte man da einfach wegsehen. Wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo die Leute prüde wie fick sind. Schaut euch Juan Dios-Dämonetten an oder Dios der zweiten Edition. Ist zwar vielleicht etwas lästig, wenn jemand sowas hat, aber man sollte da, wie gesagt, nicht so empfindlich sein. Es ist Resultat und Zeichen des Erfolges einer für unsere westliche Zivilisation sehr wichtigen Entwicklung. Man könnte bei Neco Astra Militarum auch unterstellen, dass der Gegenüber da eine Pedobait-Armee aufstellt, weil Anime sehr pädophilen verseucht ist. Das letzten Endes aber Bad Faith und keine gute Art, durchs Leben zu gehen. Ästhetik-Empfinden ist nun mal sehr individuell. Würde ich sagen, stimme ich dir grundsätzlich zu. Und ich finde zum Beispiel auch sowas wie die Juan Dios-Dämonetten nicht so problematisch. Ja, das finde ich auch. Die fallen halt für mich auch ein bisschen unter Ästhetik. Die hatte ich ja selber. Ja. Ja. Das Einzige, was halt wirklich für mich das Problem ist, ist dieses, es gibt dieses Celestine-Modell und da sagen wir jetzt einfach, wir machen einfach nur quasi diese Nippelrüstung weg und dann machen wir riesige Brüste, die so rausquellen. Ja. Weil das einfach geschmacklos ist. Und ich finde, dass das auch nichts mehr mit Ästhetikempfinden zu tun hat, weil das ja auch niemand aus Ästhetik modelliert, sondern halt, es ist einfach smut. Also es ist, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen smut und dem Rest. So, ne? Absolut. Ich stimme halt nur nicht so 100% zu, was, ich sag mal, so ein bisschen dieser historische Content des man hat halt richtig krass dafür gekämpft, weil es gab immer prüde Leute und eventuell war so gerade so 60er, 70er, 80er ein bisschen prüder. Aber gerade in der Kunst und in der Kunsthistorik gab es schon immer Aktmalerei. Und das war jetzt nicht so, dass Künstler dafür geschämt wurden, weil sie nackte Frauen malen. Guck dir gerade Barockmalereien an, etc. Wo auch die Frauen, wo das Schönheitsbild der Frau ja auch viel runder und fülliger war. So, und da wurde ja auch super viel gemalt und auch Bildhauer. Hier die Aphrodite etc., das ist ja auch alles Akt. So, also
100% prüde war es ja nie und es ist jetzt nicht so, dass jetzt erst dieser Durchbruch kam, dass man jetzt sowas darstellen kann. Das stimmt ja nicht ganz. Ja, würde ich nicht ganz. Es ist vielleicht ein bisschen Mainstreamer geworden, dass man sowas halt darstellen kann. Aber also gerade Anfang des 20. Jahrhunderts und so, da gab es auch nicht so viel Aktmalerei. Das ist schon ein Ding, dass die Gesellschaft gerade jetzt bis zu den letzten Jahren da sehr... Ich glaube, es kommt total darauf an, wo du, glaube ich, bist, weil gerade französische Maler auf jeden Fall sehr viel aktiver in dem Bereich waren, als jetzt halt dann vielleicht Deutsche etc. Also das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, wo du bist. Ja, also ich glaube, dass ich kann dazu einfach nicht sagen, weil ich mich mit Kunsthistorie nicht auskenne. Ich kann einfach nur sagen, wahrscheinlich war es einfach in den USA sehr viel krasser als in Frankreich. Punkt. Ja. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich sagen kann. Ich finde halt, man sollte, natürlich sollte man sowas das respektieren und was, ich sage jetzt mal, wie weit da gesellschaftlich gekommen ist mit, die Gesellschaft gekommen ist mit der Kunst und sowas. Aber da stimme ich auch Ruben komplett zu. Es ist trotzdem noch ein Unterschied. Ich sage ja auch, ich finde zum Beispiel die Kingdom Death Ästhetik richtig cool. Und auch viele Artworks davon und sowas. Und viele Artworks davon sind auch im Endeffekt Nacktbilder. Ja. Aber in einem absolut ästhetischen Kunstsinn. Ja. Aber ich finde es trotzdem halt einfach nur scheiße, wenn man mir halt die Celestine oder die Soos oder diese Taufrau oder sonst irgendwas dahin stellt. Weil es einfach den ganzen Kram... Mega. Ja, was halt so straighter Porn ist, ne? Was halt nicht so. Ja, genau. Was halt nicht Ästhetik ist, sondern einfach nur, hahaha, ich zeig da jetzt Brüste. Ja. Ja, das war's. Der andere Kommentar, das war ja nichts mit Bad Reports. Mit dem macht ja allgemein keiner. Da ging's nur um historische Modelle. Das beantworten wir so bei YouTube. Da müssen wir jetzt nicht antworten. So groß drauf eingehen. Ja, Ruben, dann erzähl mal noch von dem Curry. Das ist ja nach dem Abschied. Erst. Ach so. Das ist erst okay. Aber wir können ja mal noch, also so ein paar Minütchen haben wir, glaube ich, noch. Wir können ja mal noch so kurz einen kleinen Ausblick geben, was denn jetzt so abgeht. Was so abgeht, im Sinne von, wissen die Leute zum Zeitpunkt, wo der Talk online kommt, wann der Geburtstagsstream ist? Hoffentlich. Okay, weil dann können wir nämlich jetzt schon mal sagen... Wir wollen ja heute schon mal ein Bild posten. Ja, ja, stimmt. Das heißt, wir können schon mal sagen, wir haben heute die Versandbenachrichtigung Games Island bekommen, weil Games Island sponsert für den Geburtstag krank rein. Das willst du ein bisschen vorlesen? Nicht alles, aber so ein bisschen? Nee, ich lese nichts vor. Ich habe ein paar Sachen im Kopf, aber... Genau. Wir machen ja auch noch ein Teaser-Video. Ja. Du kannst schon mal sagen, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, weil wir werden es wird so auf Discord gepostet, aber für alle auf YouTube und so. 9.3. Ja. Ist der Geburtstagsstream. Da kommt auch nochmal so ein Teaser-Video und so. Bitte schaltet alle ein, weil wenn wir naturally 1000 Zuschauer kriegen, muss René noch Poolstream machen. Ja. Dann muss ich einen Poolstream machen. Auch wenn Poolstream schon wieder voll out of 10 sind. Dann holen wir mir noch so einen Borat-Anzug. Ja. Und dann mache ich Poolstream im Borat-Anzug. Und dann kann ich nie wieder, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Dann kann ich nicht nochmal Lehrer sein. Nein. Ja. Dann musst du das leider durchziehen mit Paintromancy. Also wenn ihr wollt, dass Paintromancy auf jeden Fall weitergeht. Dann müsst ihr alle einschalten. Wenn wir 1000 Viewer kriegen, muss René Poolstream. Ja. Ja, das auf jeden Fall, aber die Bestellung, ne? Es sind einfach 66 Artikel. Ja. Ich muss sagen, es ist natürlich jetzt nicht jeder von den 66 Artikeln eine Starterbox oder eine Combat Patrol. Nee, aber. Es sind auch sowas wie Würfel und Bücher dabei. Aber alleine, also ich glaube, es sind irgendwie so alleine 6, 7 oder so Centerpiece-Modelle drin. Und 3, 4 große Boxen und so. It's crazy. Das ist richtig krank. It's crazy. PK Pro wird uns auch noch ein paar Sachen schicken zum Verlosen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir es dieses Jahr schaffen werden, den Value an Dingen, die wir verlosen, von letzten Jahren nochmal zu toppen. Ja. Und es gibt ein Turnierticket auch noch fürs German Super Major. Könnt ihr ein Ticket gewinnen.
Vielleicht sogar noch für ein anderes Major, da das wird sich nächste Woche noch zeigen. Ja. Und boah, es wird also so vollgepackt mit Preisen, das ist für jeden was dabei. Eigentlich werden wir die ganze Zeit nur wie so eine Teleshopping-Show sein. Ja. Mit, und jetzt haben wir das hier, was wir verlosen. Und dann. Wir könnten den Stream starten. Verrate ich jetzt nicht, sag ich. Okay, aber vielleicht wirklich wie so ein Teleshopping. Das wäre witzig, ne? Wir werden aber auch wieder, wir werden ein paar Spiele machen, wir werden ein paar coole Aktionen machen, wir werden auch wieder so Donation Goals machen, wo irgendwelche witzigen Sachen passieren. Da werden wir noch ein bisschen brainstormen, was genau. Da kriegt ihr aber auch dann frühzeitig eine Auflistung, was genau abgeht. Ihr kriegt noch einen genauen Zeitplan, wann es startet, wie lange es geht. Aber haltet euch einfach den 9. März, das ist ein Samstag, einfach frei. Komplett. Komplett. Macht einfach nichts. Ihr seid ja eingeladen zum Geburtstag, da könnt ihr nichts anderes. Eben. Ich meine, ihr könnt, das wäre ja könnt, unhöflich, wenn ihr nicht kommt. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt ja mit Freunden Public Viewing organisieren, aber dann muss jeder gleichzeitig den Stream auch auf dem Handy aufhaben, damit wir auf die 1000 Viewer kommen. Ne? Weil wenn so 8 Leute in einem Raum sitzen und zuschauen, zählt es halt als Zuschauer. Schlecht. Das ist halt schlecht. Trefft euch nicht. Macht einfach auf allen euren sitzt Geräten alleine zu Hause den Stream und guckt an. Den Stream. Auf dem Tablet, auf dem Fernseher, auf dem Kühlschrank, auf dem TV-Stick, auf dem Handy. In alles Skyrim. Gleichzeitig. Auf dem Hund. Auf dem Hund. Ja. Im Auto, aber nur wenn ihr nicht fahrt. Ja, man kann den auch so hören, wie ein Podcast. Ja, vielleicht auf dem Navi aufmachen oder sowas. Ja, dann, ich glaube, das senkt ein bisschen ab, aber man kann einfach nur so anmachen. Ja, das stimmt, ja. Warum, du guckst so, als ob du Patrons vorlesen möchtest. Ja, ich möchte Patrons vorlesen. Heute will ich wieder anfangen. Dann fang an. Okay. Ein riesiges Dankeschön erstmal an Games Island für Sponsoren des Kanals. Riesiges Dankeschön. Und ein ganz besonderes Dankeschön natürlich auch an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Patromancer und Patro-Warlocks. Und zwar Agentum, Daniel, Fandre, Frederik, Goblin Lord, Jan, Pingutobi, Korugawa, Sebe. Ups. Ruben hat einfach die Liste weggemacht. Und wenn du jetzt außerdem gelöscht hast. Ich habe nur auf neue Notiz gedrückt. Ich bin fertig, ich bin mit Sebe. Du warst bei Sebe, ja. Dann ich will. Ich hab noch nie die Mitte gemacht. Rayback, Alexander, Astaroth, Dennis, Dominik, Frank, Peter, Freckel, Guanomaster, Hopfi, Yasi, Cornflake. Lord Cecilius, Lysiander, Manu, Markus, Matthias, Michael, Mikael, Mitch, Nagashon, Nögel, Pankala, Rillenputz, der Große, Robi, Roman, Cijin und Tuhota. Geil. Dankeschön, Leute. Ohne euch Patrons können wir das Ganze gar nicht machen. Lysiander hat letztens irgendwie geschrieben, du ignorierst nochmal das E. Oder einer von euch ignoriert ja, ich sag immer Lysander. Ich sag auch immer Lysander. Lysiander. Lysiander, ja. Lysiander. Oh, das muss ich mir jetzt mal angewöhnen, ja. Lysiander. Falls ihr uns übrigens kostenlos unterstützen wollt, was einfach gar nicht für euch extra kostet, aber möglich, dass wir den ganzen Bums hier weitermachen können, schaut mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr nämlich Affiliate-Links zu seinen Partnern PKPro und Games Island und auf Tabletop an- und Verkauf. Und da könnt ihr uns einfach, übrigens auch Amazon. Wir haben einen Amazon-Affiliate-Link. Benutzt den bitte, weil es ist scheißegal, was ihr kauft. Teilweise gibt's nur 0,0002%. Aber einfach immer, wenn ihr was bei Amazon bestellt. Wenn ihr so einen Kühlschrank kauft, kriegen wir bestimmt. Zehni vielleicht? Zehni? Gewöhnt euch einfach bitte an, diesen Amazon-Link zu benutzen. Das wäre auch giga-huge. Aber natürlich auch PKPro und Games Island, weil ihr zahlt nichts extra und ihr unterstützt das. Ja, Genie, Genie, du redest auf 2 Minuten über Affiliate-Links. Es ist ja auch wichtig. Ich rede jetzt noch 2 Minuten über das. Ich höre so oft, dass die Leute immer sagen, oh verdammt, ich habe den Link vergessen. Jetzt lass den Ruben über sein Curry reden. Ich rede jetzt noch 2 Minuten über das rote Thai-Curry. Denn ganz um die Ecke vom Studio bei uns gibt es ein fantastisches Thai-Restaurant. Das heißt Kun Mei und befindet sich in der Kiffhäuser Straße. Mhm. Wenn ihr da hingeht, dann sagt ihr, kommt von Easy Tavern. Denn auch Kun Mei wird bald ein Easy Tavern Standort werden. Tut das nicht. Geil. Und bei Kun Mei, das ist ein ganzheitliches kulinarisches Erlebnis, denn man kommt da an und man sieht den Laden und es ist ein bisschen unscheinbar von außen, aber die unscheinbaren Läden sind ja die besten. Es ist ein bisschen eher wie ein Imbiss. Also warum mache ich gerade eigentlich komische Adlibs zu deinem? Man geht rein und sieht oben die Karte über der Theke, kann in eine offene Küche, kann reingucken, wie die Gerichte zubereitet werden. Und als erstes bestelle ich mir dann immer die Nummer 2. Das sind die Saté-Spieße. Die Saté-Spieße. Oh, das ist so ein, das sind fantastische 4 Hähnchenspieße. 4 Stück. Mit einer unfassbar leckeren Saté-Soße. Die ist genauso in diesem Sweet Spot zwischen
nicht zu fettig erdnussig so, sondern aber gleichzeitig auch noch, hat es auch diesen Erdnussgeschmack. Das die ist beste so, Soße. Sie ist trotzdem auch so ein bisschen dicker und man kann so richtig schön die Spieße reindippen. Die Spieße sind fantastisch angebraten, die haben so eine schöne Kruste außen, aber sind immer noch zart innen drin und saftig. Saftig. Und das Ganze für 4,50 Euro. 4,50 Euro. Und dann als Hauptgericht nehme ich wahrscheinlich heute die Nummer 21. Das ist das rote Thai-Curry. Brennt nur einmal. Eigentlich mit gekochten Hähnchen, aber ich nehme da ganz gerne das gebackene Hähnchen obendrauf. Das macht es immer nochmal ein bisschen extra crunchy. Und das rote Thai-Curry ist so ein klassisches rotes Thai-Curry. Es hat so eine leichte, entspannte Schärfe. Es ist nicht zu scharf, aber es ist auch nicht zu mild. Deswegen brennt nur einmal. Es hat eine gute Textur, es nimmt den Reis gut auf. Dazu gibt es dann rote Bohnen in der Soße. Es gibt Zwiebelstücke. Brokkoli groß. Und Blumenkohl. Es gibt auch Paprika, die bestellen wir aber gerne ab, weil wir Paprika hassen. Fake Paprika. Bestellt es aber nicht, wenn ihr eine Erdnussallergie habt. Es sind nämlich auch Erdnüsse drin. Ich glaube, man sollte sowieso nicht zum Thai gehen, wenn man eine Erdnussallergie hat, weil da sind, glaube ich, überall Erdnüsse drin und dran. Mein Papa darf da niemals hin. Und genau, dann haben wir so einen klassischen, wie wenn man halt so eine Schale Reis so umstülpt, so ein klassischer angerichteter Reis. Reiskugel. So eine klassische Reiskugel. Da drumherum befindet sich dann die Soße. Und das Gemüse drin und obendrauf liegt dann das gebackene panierte Hähnchen. Und Reis Island. Das Ganze kostet, ich glaube, paniert so circa 9 Euro. Ein und ja, das werde ich mir jetzt gleich einverleiben. Mir wird satt werden. Ja, lecker. Ja, finde ich gut. Ich hoffe, meine Adlibs waren okay. Ja, muss die Leute sagen. Ansonsten mache ich das nicht mehr. Dann gehe ich einfach in der Zeit dann ja. Schon mal. Ich muss jetzt auch noch irgendwas zum Frühstück machen. Ja, ich will auch was essen jetzt. Bye. Tschüss.